eine große Herausforderung. Ist das nicht ein Stück, das aufgrund des großen Vorbilds sehr schwer ist, in eine andere Zeitepoche zu übertragen? Nein, es ist leider nicht sehr schwer, weil der Text genau in diese Zeit passt. Und darauf kommt es auch an. Es ist wirklich der Text. Also man muss ja ein bisschen, Gwaltinger hat es natürlich auf seine Art gebracht. Wir bringen es auf unsere Art. Es ist ein ganz spezieller Herr Karl. Und der Text, der ist absolut aktuell. Und auf den sollte man sich konzentrieren. Ein bisschen loslösen vom Bild, wie hat es der Gwaltinger gebracht. Wir bringen es, wie bringt es der Herr Rechberger. Ja? Und darauf kommt es an. Es kommt auf den Inhalt an und nicht auf, wer bringt es. Der Hans Weigel hat gesagt, es ist ein Stück Zeit. Ja. Inwieweit ist jetzt dieses Stück Zeit mit der heutigen Zeit verwandt, vergleichbar oder überhaupt ein Gegensatz? Also ich muss sagen, ich habe das Stück deswegen auch ausgesucht, weil es eben zeitlos ist. Und wenn man diese Sachen, also diesen Text, den der Merz und Gwaltinger verfasst haben, wirklich eins zu eins zur heutigen Situation, die wir im Moment in Österreich oder auch in Europa haben, umzusetzen ist. Also wie die Uschi schon gesagt hat, uns geht es ja nicht in dem Sinne um Gwaltinger, das Stickel ist einfach von Gwaltinger, aber wir werden das, also und ich mir vorgestellt, das auf meine Art zu bringen, weil ich kann den Gwaltinger nicht kopieren, das geht einfach nicht, nicht nur nicht von der Statur, sondern das geht auch von seiner schauspielerischen Qualität, die er immer gehabt hat, sondern es geht wirklich um den Inhalt dieses Stückes, wenn man es so nennt, weil man da gar nichts umschreiben braucht. Man braucht sich das nur vorstellen und man sieht die heutige Situation, wie es einfach ist. Wo ist jetzt diese Parallelität? Der Herr Karl ist eigentlich ein Stück Zeitgeschichte, er bildet eine Epoche ab, er vor allem auch bildet er eine Haltung ab, die damals die Menschen gehabt haben. Wo ist jetzt die Parallelität? Die Parallelität ist darin, dass es geht um Manipulation, es geht Hinterhältigkeit, es geht um Massenaktivierung, es geht um Angstmachen und es geht um eine Person, die sich in jeder Situation, die sich's riecht. Und davon haben wir auch genug Menschen, auch in höheren Personen, die sich genau nach dem Wind drehen und aus jeder Situation für sich den Vorteil holt. Ungeachtet, ob er dann mit wem schadet, dem anderen schadet, ungeachtet auf Menschlichkeit, ja? Es ist ein über Leichen gehen, um gut aus einer Situation herauszusteigen. Und generell ist es jetzt genauso wie damals, 30er Jahren. Es geht darum, dass Armut, dass Not von Menschen ausgenützt wird, um eigene Interessen zu verfolgen. Das ist die politische Situation. Und das haben wir heute auch. Und die beiden haben ja versucht, das Stück ist ja irgendwann in die 60er Jahre entstanden, die beiden haben ja versucht, Geschichten niederzuschreiben. Es ist ja so gewesen und ich bin noch ein Zeitzeuge dieser damaligen Männergymnasialzeit, wo wir bis zum 33er Jahr in etwa in der Geschichte gelernt haben. Dann ist ein bisschen was von Dollfuss gekommen. Und die neue Geschichte hat in 55 Jahren mit dem Staatsvertrag wieder angefangen. Alles, was dazwischen war, ist uns kaum erklärt worden. Das, was wir gewusst haben, das haben wir von unseren Eltern gehört, das haben wir von einem Onkel gehört oder von der Verwandtschaft oder von irgendwelchen Leuten, aber nicht aus der Schule. Und wenn man das Stickel liest und wenn man das hört, da wird einfach dann angerechnet auch mit dieser Zeit, richtig einmal, so wie es sich nicht mehr gehört. Und
es gibt heute noch immer Leute, die sich hinter irgendwas verstecken. Aber dieses Stück räumt mit diesen Dingen Gott sei Dank einmal ein bisschen auf, damit man auch sieht, wie es dort wirklich war. Und das ist das, was dieses Stück oder diese, ich weiß nicht, wie man das nennen soll jetzt, ausmacht. Und ich glaube, das vor allem auch für junge Leute sehr wichtig, weil die Elternleute, die was das sehen, die werden sich natürlich an gewisse Dinge selber noch erinnern können oder die haben mal irgendwas gehört. Aber die Jugend weiß ja über die ganze Zeit immer noch leider zu wenig. Und vor allem, es geht auch darum, in diesem Stück wird ausgezeigt, wo hat das hingeführt? Was ist passiert? Da sind wir ja noch nicht ganz. Ja? Wir sind jetzt noch in den Anfängen. Ja, wir sind wieder dort, wo es damals angefangen hat. Aber in diesem Stück zeigen wir auf, wo das hinführt. Und das finde ich wichtig. Noch denken, wo kann das enden, wenn wir so weitermachen? Das ist wichtig, das ist die Botschaft.